Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich könnte mich gerade in den Hintern beißen. Ich habe jetzt gerade dieses hier gemacht und angefangen mit Filmen. Auf einmal nimmt es nicht mehr auf. Ich habe jetzt noch ein bisschen Harz übrig. Ich hoffe, es reicht für diese Form. Mist. Und dann mache ich jetzt einfach diese Form voll. Ich habe mir hier meinen Mastercast angerührt. Ich habe hier ein bisschen, was ist es? Von Stefanie Edda. Resin Ink Indigo mit Mastercast gemischt. Ah, das ärgert mich jetzt. Ich gebe das jetzt hier außen rum als Rand und gieße mit klarem Harz auf. Das hat den Effekt, dass dann das Dunkle sich nach innen zieht. Ich verteile das jetzt ganz. Ich weiß nicht, wie weit mein Harz sonst reicht. Ich ärgere mich gerade tierisch. Am Anfang habe ich gefilmt und auf einmal war es weg. Dachte ich so, toll. Ich glaube, das reicht dann noch trotzdem. Ist wahrscheinlich ganz genau. Reicht ganz genau für diesen Guss. Ach, Gott sei Dank. Ich könnte mich wirklich ärgern. So ein Scheiß, Entschuldigung. Wenn die Kamera euch einen Streich spielt. Aber hier bin ich genau hingekommen. Habe es genau aufgebraucht. Mal kurz mein Stäbchen abwischen. Oh Mann, Mann, Mann. Das ärgert mich jetzt wirklich. Und das sieht echt schön aus, die Blume, Rose, was auch immer. Okay, also, keine Panik. Ich muss kurz föhnen und dann schaue ich aber, dass die Kamera wieder weiter dreht. Ich habe hier ein paar oberflächliche Bläschen. Die mache ich nur ganz kurz mit dem Föhn weg. Da braucht ihr nicht dazu zuschauen. Das ist total unspektakulär. Das habe ich schon 100 Mal im Video gezeigt. Also, bis gleich mal. Okay, weiter geht's. Es ist geföhnt. Ich habe mir dann noch weiße Pigmentpaste gemischt und habe dann ja schon angefangen, meine Blume zu zeichnen. Ein bisschen blaue Spuren sind drin. Jetzt nehme ich mal die andere Seite. Ich habe hier so ein Dotting-Tool und fange einfach an, mir meine Blüte zu malen. Ist auch nichts Fremdes jetzt hier. Ja, manchmal geht es nicht so gut. Also einfach immer so ein bisschen reintauchen und die Blütenblätter zeichnen. Muss mal andersrum probieren, ob es so besser geht. Ja, also irgendwie will sie jetzt nicht so. Die große ist echt schön geworden. Mann, ist wirklich ärgerlich. Was ist denn jetzt hier los? Ist das eine Blüte? Das ist doch keine Blüte. Das ist ja witzig. Okay, also, dann geht's weiter. Ich lasse jetzt hier extra etwas Abstand. Ich möchte jetzt hier ein bisschen luftige Zwischenräume schaffen. Muss man so rum. Andersrum geht es besser, habe ich so das Gefühl. Ihr probiert es einfach aus. Es ist auch nicht immer gleich. Dann machen wir hier nochmal größere Blütenblätter. Dann habe ich halt zwei. Ich wollte noch ein paar kleinere Sachen machen mit dem Rest. Aber es hat sich jetzt in dem Fall ja erledigt. Ich schaue auf mein Handy und dann denke ich so, wieso nimmt das nicht auf? Das hat mich echt geärgert. Das war jetzt hier so ein bisschen blöd. Naja, das kann passieren. Einmal ist mir schon mal passiert, dass ich einen Film schneiden wollte und habe dann keinen Platz mehr gehabt. Dann habe ich das gelöscht, was ich gerade eigentlich bearbeiten wollte. Irgendwie, ja, und dann komplett gelöscht. Und deswegen muss ich immer regelmäßig darauf achten, meine fertig geschnittenen Videos wieder zu speichern, den Rest wird gelöscht. Weil so ein Handyspeicher ist halt auch irgendwann mal voll. Ja, so, muss ich mal schauen, dass ich eine einigermaßen schöne Blume hinbekomme. Dass es rund ist und nicht so eckig. Es arbeitet noch. Ich bin froh. Ich hatte schon Angst, dass es nicht mehr, also jetzt sich nicht mehr bewegt. Das ist einfach schon zu weit fortgeschritten ist, aber so lange habe ich es noch nicht gemischt. Mastercast hat ja eine relativ kurze Verarbeitungszeit, sagen wir mal 20, 30 Minuten, könnt ihr dann gut arbeiten, aber was danach kommt, dann
arbeitet die Blume eigentlich nichts mehr. Ist immer gut überlegen, was wollt ihr machen und dann nicht zu lange warten. Für manche Effekte ist es gut, wenn man wartet. Also einfach, ja, ein bisschen austesten. Aber ich denke, das ist mit jedem Harz so. Jeder muss sein Harz beherrschen, lernen. Und ja, hier noch eine. Ich denke, das ist eigentlich okay so. Sieht ganz gut aus. Einigermaßen rund. Hier bekomme ich es nicht mehr runter. Hier könnte ich noch eins hinmachen. Drüben vielleicht noch eins. Noch ein bisschen Zwischenraum. Ja, aber ich will einfach nicht zu viel jetzt hier reinmachen. Aber die große habe ich noch im gleichen Prinzip gemacht. Oh, es nimmt noch auf, okay. Bin ich aber froh. Die große Blume, Rose, mal sehen, wie es rauskommt, habe ich noch im gleichen Prinzip gemacht. Hier arbeitet es auch Richtung Mitte. Was ich noch mache, ist einmal hier noch meine Mitte verwirbeln, so ein bisschen Drall reinbringen. Okay, dann noch einmal föhnen. Und dann heißt abwarten bis morgen. Aus der großen mache ich vielleicht eine Schale. Deswegen habe ich jetzt auch die dunkle Farbe außenrum gegossen, damit mir der Hintergrund ein bisschen dunkler erscheint. Mal schauen, wie es dann morgen rauskommt. Genau, also ich föhne es nochmal kurz und dann warten wir mal ab, was passiert. Oh, so spannend wirklich. Zwei tolle Formen auf jeden Fall. Das große Dreieck, das kleine Dreieck, wenn man sieht, das ist eine Untersetzerform, da kann man ein Tablett draus machen oder halt eine schöne Schale. Von der Größe optimal. Und ja, lass uns mal überraschen, was noch passiert. Das sieht mir jetzt ein bisschen dunkler aus, da habe ich wahrscheinlich zu viel vom Verhältnis zu viel Indigo außenrum gemacht, aber das ist egal. Also mir gefällt es sehr gut, die Farbe. Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber es sieht jetzt wieder ziemlich schmal aus. Mal gucken, wie es rauskommt. Ich wollte die Blätter breiter. Dann mal gucken, dann würde ich vielleicht noch ein Perglanz Pigmentpulver mal in das Weiß reinrühren, dass es einen schönen Schimmer hat. Jetzt ist es mal rein weiß. Und ja, genau. Also mehr gibt es mal nicht zu sagen. Schauen wir mal beim Ausformen, was dabei rauskommt. Bin mega gespannt. Das hat auf jeden Fall schon schön gearbeitet. Ja, ich freue mich mal aufs Ausformen. Und ja, bleibt auch gespannt wie ich. Bis dahin mal. Das ist jetzt die große Blume. Ich versuche mal, ob ich noch ein Herz draus formen eine Schale draus formen kann. Erstmal schaue ich mir das an. Sieht cool aus, aber es ist einfach eigentlich ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber gut. Ja. Ja, es geht noch zu formen. Die Form ist jetzt nicht optimal. Aber dann ist es nicht ganz flach. Das sieht irgendwie echt witzig aus. Ich habe mir total anders vorgestellt. Mein Plan war total anders. Aber ja. Schlecht sieht es nicht aus. Anders als vorgestellt. So, die Farbe erkennen wir dann erst nach dem Ausformen so richtig. Das Blaue, ich habe es so schnell ausgeformt. Genau, also. So, die Schale habe ich ja schon ausgeformt.
Die sieht dann so aus. Ich finde die wunderbar. Gefällt mir mega. Und jetzt forme ich noch den Untersetzer aus. Ich hoffe mal, dass es vom Prinzip her gleich aussieht. Jawohl. Sieht witzig aus. Also, ich werde aber noch weiter probieren, weil ich habe mir noch was anderes vorgehabt. Das hat jetzt irgendwie leider nicht funktioniert. Aber die sind mega cool geworden. Gefällt mir sehr gut. Und genau, seid gespannt, was noch so kommt. Und hier ist es quasi blau unterlegt. Ich finde das ganz toll, blau transparent. Da müsst ihr die Rückseite nicht aufgießen, beziehungsweise ich habe jetzt hier noch eine Kante. Seht ihr das? Ich wollte es noch aufgießen, aber wenn man ein Video drehen möchte, möchte man es auspacken und dann geht es so am schnellsten. Auf jeden Fall zwei coole Blumen. Gefallen mir sehr gut. Und ja, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Genau. Also, dann auch euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn es mal nichts wird, dann einfach dranbleiben, weitermachen. Und ja, macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Genau. Also, dann bis zum nächsten Video, hoffe ich. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo, über einen Kommentar. Bleibt gesund und munter. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.